Hallo und herzlich willkommen heute wieder auf meinem Kanal Stempeln in Aachen. Ich freue mich, dass ihr nochmal eingeschaltet habt. Mein Name ist Sabine und ich wollte euch heute diese kleine Mitbringselbox zeigen. Ich habe sie für den Adventcafé hier diesmal ein bisschen umdesignt. Ihr könnt sie öffnen, indem ihr das Band abmacht. Und dann habt ihr hier eine kleine Schachtelreihe, in die ihr jeweils eine Praline oder ein Teelicht einsetzen könnt und die ihr dann wieder zusammenklappen, mit dem Band oder der Banderole verschließen und verschenken könnt. Ich finde, das bietet sich natürlich jetzt zum ersten Advent noch ganz besonders an. Und da es schnell zu machen ist, dachte ich, ich zeige euch das Video heute, dann könnt ihr vielleicht bis morgen noch so ein Teil zum Mitnehmen zum Adventcafé basteln. Ich habe auch hier nochmal eins in einer anderen Farbkombination gemacht, in Schwarz-Weiß-Gold. Auch das ließe sich mit Rot verschließen. Ihr seht, geht in allen möglichen Kombinationen. Ihr benötigt 4 Stücke Farbkarton, 10,5 mal 10,5 cm. Ich nehme diesmal Rot. Ich habe das jetzt hier erstmal als 21 mal 10,5 gelassen. Das ist, wenn man mehrere Schachteln machen muss, einfacher dann zum Falzen, geht schneller. Ich habe das Schneidbrett von Stampin' Up hier. Müssen wir nochmal gerade gucken, dass ihr es sehen könnt. Also, es hat hier 21 cm und auf der kurzen Seite 10,5. Wir falzen bei 3,5 cm rundherum. Und dann nochmal bei 7. Schneiden es dann erst bei 10,5 durch. Und haben dann 2 Stücke wie ein Schachbrett gefalzt, immer bei 3,5 cm. Diese Quadrate schneidet ihr ein, baut daraus ganz leicht kleine, fast würfelförmige Boxen. Ich schräge eine Seite immer an, damit es sich gleich leichter zusammenkleben lässt. Aber ich denke, das ist jetzt keine große Neuigkeit für euch. Dann falze ich alle vorgefalzten Knicke. Nehme mir starken Flüssigkleber zur Hand und klebe die Boxen zusammen. Je sorgfältiger ihr vorher gefalzt und geknickt habt, umso besser passen die Boxen jetzt gleich. Das wiederholt ihr mit den übrigen 3 Schächtelchen natürlich auch. Und im Endeffekt habt ihr 4 identische kleine rote würfelförmige Boxen. Ihr seht, ich habe die oben alle schön gerade beigeschnitten. Hier bei der ist ein bisschen Überstand. Den könnt ihr, damit es nachher besser aussieht, beischneiden. So, das fällt jetzt nachher nicht mehr auf, sieht oben aber schöner und gleichmäßiger aus. Damit haben wir schon mal die kleinen Boxen fertig. Jetzt benötigen wir noch einen Streifen Designerpapier oder festen Farbkarton. Ich habe in dem Falle jetzt hier
einen Streifen Designerpapier aus dem Herbst-Winter-Katalog von Stampin' Up, das heißt froher Lichterschein. Wir benötigen ein Stück 30,5 cm mal 3,8 cm. Unsere Boxen sind ja grundsätzlich 3,5 cm und die passen dann genau auf den Streifen. Den Streifen müssen wir jetzt noch falzen. Dafür nehme ich nochmal die Schneidemaschine, klappe auch den Seitenarm aus. Ich möchte gerne die gepunktete Seite nach außen nehmen. Ich habe es nicht so mit diesem fotorealistischen Motiv. Und dann falzen wir, Schneidklinge immer schön wegnehmen, bei 7,4 cm, bei 14,8, bei 22,2 und bei 29,6. Dann haben wir hier am Ende eine kleine Lasche übrig und das seht ihr hier auch. Die habe ich hier am Ende. Die kann man nachher unterlegen, dann sieht das nachher schöner verschlossen aus. Die Falze knicken wir jetzt. Am besten nehmt ihr dann auch kurz ein Falzbein zur Hand. Und jetzt werden die Schächtelchen eingeklebt, immer an eine der Falzlinien dran. Es ist jetzt grundsätzlich egal, ob ihr euch für die rechte oder die linke Seite entscheidet, nur entscheidet euch immer für die gleiche. Ich habe also jetzt hier immer links der Falzlinie aufgesetzt und so klebe ich die kleinen Schachteln jetzt auch wieder fest. Und ihr seht, so passen sie zusammen. Wenn was drin ist. Dann nehmen wir ein Stück glutrotes Band . Zieht das Band ein bisschen zurecht. Auch für die Box habe ich schon einen Anhänger aus den Sinlets bezaubernder Baumschmuck ausgestanzt. Die können wir gleich davor hängen. Und außerdem einen Papierstreifen. Da dachte ich, stempeln wir auch wieder das Wort Advent drauf. In dem Fall in Tannengrün, weil es auch im Designerpapier drin ist. Schneiden eine Ecke raus. Dann sieht es aus wie ein kleines Fähnchen. Und schon habt ihr ein kleines Mitbringsel zum Adventkaffee fertig. Natürlich auch als Geburtstagsgeschenk, um zu funktionieren. Dann nehmt ihr halt einfach kein weihnachtliches Papier. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal auf meinem Blog Stempeln in Aachen vorbeischaut. Ich wünsche euch ein wunderschönes erstes Adventwochenende und bis demnächst. Tschüss! I am in control.